Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena Waage. Heute möchte ich gerne mit dir dieses kurze Video mit dir teilen, wo wir einfach mal schauen möchten, wie sind deine Hauptenergien, Liebe, Finanzen, Beruf, Gesundheit. Was ist das, was das Tarot dir gerne mit auf den Weg geben möchte? Lass es einfach fließen, pass es auf dein Alter an, auf deine Geschlechtsorientierung, auf deine Nationalität. Lasse einfach zu, Waage, dass man mit diesem Video dir auf irgendeine Art und Weise Dinge vielleicht noch bewusster machen kann oder Dinge halt, die vielleicht schon bewusst sind, nochmal so einen kleinen, ne, Anschub geben kann, zu sagen, yes, Honey, das ist der richtige Weg. Oder, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sorry, ne, ich werde ein bisschen korrigieren. Lass es einfach fließen, okay? Waage, wir schauen jetzt einfach mal. Konzentriere dich einfach auf dich. Lausche einfach nur meiner Stimme und lasse einfach zu, dass diese Nachrichten dich erhalten, dich erreichen dürfen, okay? Wow, Waage, also während ich an dich denke und mich auf dich konzentriere, spüre ich eine Energie, wo viele Waage unter euch in einem spirituellen Entwicklungsprozess sind. Viele Waage von euch lidieren vielleicht auch mit einer Fischenergie. Vielleicht habt ihr das auch in eurer Geburtskarte. Denkt dran, ja? Unsere Geburtskarte ist nicht nur unser Sternzeichen. Es gibt verschiedene, also es gibt einen Nord- und einen Südknoten, wo es auch um deine Berufung geht, deine Intuition geht, deine Mission hier auf Tirrenalen sein. Wir haben auch den Aszendenten. Also hört euch einfach alle Videos an, die euch wirklich so in den Bann ziehen, weil daraus werdet ihr wirklich viele, viele, viele Erklärungen bekommen oder Rückschlüsse ziehen können über euer Handeln, euer Fühlen, euer Denken, euer ganzes Sein, okay? Halte an deiner Vision fest, Waage. Egal, was deine Vision ist und du spürst, es ist der richtige Weg, lasse es fließen, Waage, okay? Ja, schau mal, Waage, ich hatte die Karten verkehrt rum, sorry. Schau mal, Waage, wir haben hier die Imperatorin. Ich liebe die Imperatorin. Die Imperatorin, ja, verkörpert nicht nur die Venus, nicht nur vielleicht die Fruchtbarkeit. Denk dran, jede einzelne Tarotkarte hat unzählige Bedeutungen. Ja, es geht aber um eure Energien. Und hier geht es wieder um, höre auf deine Intuition in den Finanzen, im Beruf, in der Liebe, in allen Ebenen. Bist du einer von diesen Waagen geborenen, die schon über 55, 60, 70 sind? Fühle, was du fühlst. Respektiere, was zu respektieren ist. Lebe, was zu leben ist. Trauere auch über das, was zu trauern ist. Das heißt nicht, weil eine Zahl in deinem Geburtsjahr ist, hat das Leben keinen Sinn mehr. Im Gegenteil, fang wieder an zu herrschen. Fang wieder deine Kapazitäten zu erkennen. Fangt alle an, alle Waage unter euch, eure Waagschalen wieder im Einklang zu bringen. Diese Imperatorin, ich lasse die Karte jetzt extra was länger hier drinnen. Ja? Zeigt, dass du auch bereit sein kannst oder bereit sein darfst, die Situation dir näher anzuschauen. Das Leben sagt, dieser Job ist nicht der richtige. Schau um dich herum, was gibt es für Möglichkeiten? Wieso ist dieser Job nicht mehr der richtige? In der Gesundheit, ja? Es ist eine gute Energie für die Gesundheit, aber nichtsdestotrotz gibt es ein paar Waage, die noch ein bisschen angeschlagen sind. Höre auf deine Intuition. Höre auf dein Gefühl. Du bist ein Imperator, eine Imperatorin. Das heißt, deine emotionale Ebene darf noch ein bisschen, bitte verzeiht, geregelt werden. Ja, das heißt, kämpfe nicht, sondern verändere. Ja, keine negativen Energien werden dir langfristig was Positives bringen. Es geht um Schwangerschaften, es geht um Eltern, es geht um Mütter, es geht um Großeltern, es geht um ein Mutter-Familienthema generell. Lasse deine Femininität auch ein bisschen mehr ans Licht kommen, egal ob du Mann oder Frau bist. Bei den Männern heißt das die Sensibilität. Das Empathische wieder ein bisschen, das Verständnis für dich selber auch, ja, die Leichtigkeit, die Jugend wieder reinzubringen. Fange etwas Neues an. Auf der Arbeit ist ein guter Moment, um neu zu beginnen. Entweder die Arbeit, in der du bist, zu festigen, zu stabilisieren, ja, nach vorne zu blicken in diesem Job, alles daran zu setzen, in diesem Job auch weiterhin glücklich zu werden oder wieder neu glücklich zu werden. Mach ein neues Projekt, wenn du ein neues Projekt angehen möchtest. Für jetzt, in diesem Sein, zählt jetzt, ja, deine Kapazität, in die Sicherheit zu gehen, neu zu beginnen, auf deine Intuition zu hören und erfolgreich auf allen Ebenen zu sein und zu werden vor allen Dingen. Nicht nur durch eine Schwangerschaft, nicht nur durch eine Familienzusammenführung, ja, wenn ihr euch getrennt habt, nicht nur, wenn ihr schon älter seid, dass ihr mit euren Enkelkindern gut klarkommt. Nein, mit allem. Lasst es fließen. Es gibt für alles eine Lösung. Nichts auf diesem terrenalen Sein hält ewig. Nicht einmal die Liebe. Nicht einmal das Leben selber. Nichts ist gratis auf dieser Welt. Kehrt in euch. Es ist ganz wichtig, wenn ihr Schulden habt,
aus der Vergangenheit bezahlt diese, auch wenn es kleine Raten sind. Es kann für die einen oder anderen eine Gehaltserhöhung geben. Für die einen oder anderen ist es ein super toller Moment, die Arbeit, wie gesagt, zu wechseln oder dich neu restabilisieren, in diesem Beruf vor allen Dingen, der Gesundheit nochmal einen kleinen Hauptaugenmerk zu schenken. Ja, aber im Großen und Ganzen kommen die Waagegeborenen, die in einer Gesundheitskrise stecken, medizinische Hilfe brauchen, wieder aus ihrem Loch heraus. Aber es bedarf natürlich auch, dass du die Situation richtig erkennst und angehst. Ja, schau mal, die Liebe, ich sag doch, die Liebe, die Gefühle, es ist alles da. Guck mal, du bist einen Schritt davon entfernt, die komplette Erfüllung zu bekommen durch eine Schwangerschaft, durch deine Enkel, durch die Selbstliebe, durch diesen Wunsch, eine Familie zu gründen, in einer Familie zu sein, endlich anzukommen. Waage, es liegt an dir. In der Liebe bedarf es Kraft. In der Liebe bedarf es Respekt. In der Liebe bedarf es, deine Seele und dein Herz zu nähren, nicht nur auf die Liebe zu vertrauen. Die Liebe ist ein wichtiger Standpunkt, ja. Auf jeden Fall, also ein wichtiges Gut, was wir haben. Aber diese selbst aufgesetzte Gefangenschaft, die manche haben, sich nicht zu trauen, ja, sich überfordert zu fühlen, sich zu fabrikadieren, Ängste und mentale Seiten von Waagegeborenen die Überhand zu überlassen, raus da. Erlaube dir, dass diese aufgesetzte Gefangenschaft auch durch externe Momente, ja, durch die Arbeitskollegen, durch den Chef, durch die Unzufriedenheit, durch falsche, Arztwahl, Entscheidungen vielleicht auch, okay? Durch eine zu große Geldausgabe, was auch immer. Hier geht es um eine Blockade, die du auflösen kannst, wenn du auf deine Intuition hörst. Schau mal, die 9 und die 10 der Kelche. Sei achtsam, wem du dein Herz schenkst. Sei achtsam, wie du auf der Arbeit redest. Sei achtsam, wie du mit deinem Körper umgehst. Sei achtsam, wie du mit allem in deinem Sein umgehst. Sei achtsam, weil es kommt immer wieder zurück. Aber wir haben die Karte der Imperatorin, die uns schon sagt, du bist und bleibst in diesem terrenalen Sein ein Mensch mit Herz und Seele. Aber traue dich, auch das anzuziehen, was für dich wichtig ist. Du kannst diese Liebe, diese Familie, diese Gesundheit, alles erreichen, ein neuer Zyklus auf emotionaler Ebene. Dafür ist es aber wichtig, in die Spiritualität zu kommen. Die Spiritualität als Geschenk anzunehmen. Die Spiritualität ist eine Lebenseinstellung, eine Energie, die dein ganzes Sein in eine positive Vibration bringt und dir dabei hilft, nicht nur auf dieser Erde glücklich zu werden, sondern auch zu erkennen, was eigentlich Glück bedeutet, was eine Arbeit bedeutet, was ist eigentlich die Gesundheit, was bedarf es, um gesund zu werden. Halte an deiner Vision fest. Erzengel Shamuel begleitet dich. In der Liebe, die Singles unter euch, ja? Die Liebe ist immer da. Aber erkenne, dass der richtige Moment manchmal nicht der Moment ist, den du glaubst zu denken, dass er es ist, um in eine Partnerschaft zu gehen. Single, du kannst eine Liebe eingehen, ja, aber ordne erstmal alles. Fange an, wieder zukunftsblickend zu sein. Überlege, was erwartest du von einer Partnerschaft? Was gibst du in einer Partnerschaft vor allen Dingen? Okay? Und lasse es fließen. Die Partnerschaften unter euch, egal wie viel Stress ihr durch ein Mutterthema habt, eure Mutter, Schwiegermutter, ja, und eine Oma, eine Freundin, wer auch immer sich da einklinken will, raus da. Aber klärt das Mutterthema. Seid nicht ganz so herrig, aber setzt euch alle auf euren Thron, ob Mann oder Frau, und geht die Dinge an, die wichtig sind. Nicht den Jammerkasten der Nation spielen. Ich sage nicht, dass du ein Jammerkasten bist, ja? Vorsicht, alle Kritiker. Sondern viele Energien, egal welche Sternzeichen, sind nur am Jörzen, aber erkennen gar nicht, wie wichtig ist, dass jeder seinen Samenkorn dabei tun kann oder darf, damit die ganzen Situationen sich verbessern, okay? Also es kann auf der Arbeit, in der Liebe generell, im Ganzen sein, eine Blockade geben durch dein mentales Denken, durch dritte Personen, durch einfach Gesundheitszustände, die momentan einfach sehr viel damit zu tun haben, dass du nicht weiterkommst. Mach dir nicht so viele Gedanken, sondern ordne lieber deine Gedanken, okay? Schreib sie dir auf und dann geh Schritt für Schritt die Situation an, damit sich hier die Türen öffnen. Also du bist im besten Moment, um einen Zyklus zu schließen, einen neuen Lebensabschnitt anzufangen. Lass dich überraschen, welche Kapazitäten in dir drin stecken. Lass dich überraschen von dem Leben, was es dir noch bieten möchte. Wenn du gerade einen Schock erlitten hast, wenn du gerade unter Schock stehst, wenn du gerade in einem Transformationsprozess in der Aufarbeitung von einem Schmerz bist, ja, auch die ältere Generation, lasst es fließen. Das Leben ist im Hier und im Jetzt. Pragmatische und wichtige, notwendige Veränderungen dürfen gelebt und müssen gelebt werden, damit ihr ans Ziel kommt. Nicht aus Spaß und Dollerei das Leben einfach nur mal so euch anschauen. Nein, es steckt ein Sinn dahinter. Aber wenn ihr diesen Sinn nicht erkennt oder nicht erkennen möchtet,
dann kommt ihr nicht weiter. Waage, das ist nicht dein Sein. Du hast immer Verständnis. Ja, du versuchst dich immer auszugleichen. Du hast viele Ziele, viele Projekte. Mach es, setz es um. Lebe im Hier und im Jetzt. Das ist ganz wichtig, Waage. Für dich, wenn du resonieren möchtest, ja. Die 9, die 18, die 16, die 79, die 35, 38, die 8, die 48, 57, 36 und 34. Aus welchen Gründen auch immer. Und die 3. Bringe dich zum Ausdruck, integriere dich, raus aus diesen Fesseln, die du gar nicht brauchst, und rein in das Leben. Weil das Leben sagt, ne, schau, Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, alles liegt in dir. Und alles liegt an dir und alles ist um dich herum und alles ist wirklich bereit für eine Veränderung. Also lasse es zu. Die Buchstaben V, N, V, L, S, A, P, C, J, H, O, B, F und I können eine besondere Bedeutung für einige haben. Leute, ich wünsche euch eine schöne Legung. Ja, hört euch die Legung immer und immer wieder an. Lasst eure Kommentare auch, damit ich euch aufgrund eurer Kommentare oder anhand eurer Kommentare noch andere Wegweisungen geben kann. Ich beantworte jedes einzelne Kommentar. Das heißt, eine kleine Zusatzhilfestellung für dich so noch zusätzlich als kleinen Bonus, den ich dir anbiete. Du darfst meinen Kanal teilen, du darfst meinen Kanal auch gerne liken. Du kannst auch das Glöckchen drücken, damit du noch andere Benachrichtigungen bekommst. Schau dir alle Videos an, die dich interessieren, hinterlasse deinen Kommentar. Okay, ich antworte dir dann auch, aber erlaube dir zu resonieren und schaue nach vorne, weil du hast alle Türen offen. Du bist einen Schritt davon entfernt, nicht nur spirituell in allen Ebenen sicher zu sein oder dich wohlzufühlen, sondern einen Traum, eine Vision real zu machen und zu leben. Es steht und fällt, wie du bereit bist, diese Situation zu einem Happy End zu bringen. Okay? Wow, Waage, ich wünsche euch alles erdenkliche Liebe und denkt dran, private Legungen, zielorientierte Therapie. Schreibt mich an und ich werde dir zeitnah antworten und einen Termin geben. Okay? Ich wünsche dir alles Liebe, Waage, und wir hören uns bald.